So. Wir erhöhen einmal das Tempo, damit wir die Zeit über etwas überbrückt kriegen, bis sie aus dem Knast kommen. So, jetzt wird hier wieder fleißig Geld erzeugt. Hey, du blöder Typ. Sack. Hey, Typ. Ja, geh doch noch einmal rum und spiel Reise nach Jerusalem. Ist okay. Wird gemacht. Hey, Typ! Wird gemacht! Hey, Typ! Wird gemacht! Hey, Typ! So, einmal die Leute hier vergraulen. Hey, Typ! Wird gemacht! Und dann machen wir das Gleiche, was wir schon mehrfach gemacht haben. Wir klauen hier wieder ein Gebäude. Jetzt müssen wir natürlich nur ein bisschen mehr Zeit dafür aufwenden, weil das Grundstück größer ist. Und entsprechend mehr Zaunfläche da ist. Danach richtet sich das ja immer. Wird gemacht! Hey, Typ! Hey, Typ! Hey, hey, Typ! Wird gemacht! Wird gemacht! Wird gemacht! Wird gemacht! Wird gemacht. Hey, Typ, wird gemacht. Aber ich glaube, wir kommen damit ohne weiteres durch. Wird gemacht. Zack, 3, 2, 1, meins. Wird gemacht. Ja, Boss. Sehr schön so. Jetzt machen wir das gleiche, was wir schon öfters gemacht haben. Wir verkaufen es. Schwing. So, reicht es jetzt schon? Ja, müssen wir gleich gucken, wenn das Grundstück leer ist. Ach, ey, du immer mit deinem verdammten Zaun stehlen. Hey, Typ! Gesundheit. Also später könnte man nämlich etwas Schönes kaufen, um das zu kompensieren. Da kann man nämlich eine Hundehütte kaufen. Dann greift der Hund jeden Gegner an, der auf das Grundstück kommt. Wäre perspektivisch sehr nett. So, komm, ich bring dich mal zum Friedhof, weil ich will nicht, dass hier Polizei rumlungert, falls der nämlich wieder versuchen will, das einzunehmen. Dann stehe ich dumm da. So, jetzt machen wir hin hier. Sehr gut, da haben wir es endlich. Claro, gehen hier. Alles klar. So, dann mal rein und ein paar Ziegel produziert. Gehen hier. So viel brauchen wir scheinbar nicht. Alles klar, gehen hier. Dann kümmern wir uns jetzt erstmal um den Quacksalber. Und er schon wieder. Bin ganz Ohr. Hey, Typ. Oh, ich hab den ins falsche Gebäude geschickt. So, ich werde jetzt nicht mit der Leiche hier vor dem Polizisten herlaufen. Das wäre, sagen wir mal, dezent verdächtig. So, dann Stufe 2 Mieter. Wir nehmen dich, denn du bist in allem deutlich besser als der hier. Nur er hat ein bisschen, er ist ein bisschen stressresistenter, aber hier kriegen wir auch deutlich mehr Miete. Yeah. Alles klar. So, kleines Blach kam da wieder rein. Hier sehen wir übrigens auch praktischerweise, wie viele Mieter wir jeweils gerade haben. Wo die sind, also ob die im Einsatz sind oder im Hauptquartier. Und wie viel gerade in Produktion sind. Ist auch immer ganz nice to know. Yeah. So, was haben wir noch für Ziele? Hey, das Rad. Ach ja, stimmt, wir brauchen mehr Pylonen als nur eine. Wird gemacht. Na komm, stellen wir dich mal da oben auf. So, dann Schmiergeld noch und noch das andere Stufe 2 Gebäude, okay. Müssen wir jetzt erstmal warten, bis ein bisschen Geld reinkommt. Wird gemacht. Wird gemacht.
So, wie viel kostet denn dieses Grundstück hier? 3000 nur? Ah, ich warte aber noch, bis wir uns das holen, weil sonst wird er das wieder nur zubauen. Ja gut, andererseits hätte ich dann wieder die Gelegenheit, ihm ein paar Gebäude abzuknöpfen. Ich meine, habe ich grundsätzlich sowieso schon, aber ja, komm, wir machen es einfach. Du blöder Sack. Hey, Typ. Ja, Boss. So, wir könnten mal ein paar Ressourcen produzieren. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit sinnlos im Hauptquartier rumlungern. Wird gemacht. Wird gemacht. Hallo. So, wie viel brauchen wir denn, bis wir die Piepshow machen können? 6000, okay. Vielleicht macht er da schon eine. Ja, perfekt. Dann können wir ihn doch einfach gleich klauen. Ist ja wunderbar. Alles klar. So, man kann auch so hier mit dem Button alle anderen Arbeiter rufen, die irgendwo auf der Karte sind. Das noch an der Stelle einmal zur Info. Claro. So, dann erhöhen wir mal das Tempo, damit du hier ein bisschen schneller fertig baust. So, wo ist unser Gangster am Friedhof? Moment, was ist da los? Ach, Polizei wieder. Gut. Wird gemacht! Wird gemacht! Hey, Typ! Wird gemacht! Wird gemacht! Hey, Typ! So, das ist unser Polizist, der interessiert. Den interessiert das Gott sei Dank nicht, ob wir hier wen abballern oder nicht. Hey, Typ! Wird gemacht! Hey, Typ! Wird gemacht. So, und schon haben wir eine Piepshow. Und schon haben wir wieder einer, der uns auf den Senkel geht. Meine Güte, nee. So, dann setzen wir auch hier ein Level 2 Meter rein. Zack. Gibt auch wieder schön Kohle. So, jetzt müssen wir nur noch ein bisschen schmieren. Wird gemacht. Wird gemacht. Wird gemacht. So, ab auf den Friedhof mit dir. Ja, Boss. So, klar. Wir wollen natürlich nicht die Mieter verprellen, deswegen müssen wir hier einmal den Zaun reparieren. Dass du dich auf meinem Grundstück aufhältst, gefällt mir ehrlich gesagt nicht. Bin ganz Ohr. Das möchte ich nicht. So, wir rufen mal wieder alle Arbeiter zurück ins Hauptquartier. So, dann machen wir mal hier Schmiergeld. 4, 6, 8, 10. Das nehmen wir jetzt. Und bringen das ins gegnerische Hauptquartier. Damit wir auch diese Aufgabe dann erledigt haben. Wird gemacht. So, was haben wir denn noch? Hey. Mindestens 10%. Ach, stimmt, ich muss wieder alles auf Geld setzen, einmal kurz, damit das zählt. Aber ich warte hier erst, bis der Mieter raus ist. So. Jetzt sollte es passen. Ach, hier hat er das noch nicht. Geschickter Schachzug. Jetzt haben wir sie genau dort, wo wir sie schon immer haben wollten. Los geht's also. Du musst ein paar Billardhallen bauen und einige ihrer Läden und Mieter von diesen Jungs ausschalten lassen. Bevor du allerdings eine Billardhalle bauen kannst, musst du erst eine von ihnen übernehmen. Wenn dir irgendein Idiot querkommt, leg ihn einfach um. Das Ganze soll ja auch schließlich ein bisschen Spaß machen. Sodele. Da baut er eine Ziegelei. Okay, dann müssen wir einfach warten, bis er eine Billardhalle baut, bevor wir damit groß weitermachen können.
So, hier machen wir jetzt wieder Stufe 2. Hier Arbeiter. Hier Stufe 1. Aber ich glaube, es war tatsächlich nur dieses Gebäude, was irgendwie dafür gesorgt hat, dass das noch nicht gezählt hat. Das ist der einzige Nachteil, das vergisst man ganz schnell, weil dafür, wenn der Feind ein Gebäude hat, der hat da natürlich eine andere Einstellung als wir. Aber gut, so ist es nun mal. Klaro. So, du hast noch keine Billardhalle gebaut. Dann würde ich sagen, da wir jetzt nichts anderes machen können als warten, drehe ich mal ein bisschen an der Temposchraube. So, und der nächste. Sehr schön, gehen währenddessen nochmal rein. Und haben da entsprechend ein bisschen Geld dagelassen. Das ist super. Ja, guck, da ist doch schon die Billardhalle. Sehr schön. So, dann machen wir das, was wir gut können, nämlich Leute vergraulen, indem wir sie angreifen. Ja, Mist, ich wollte jetzt eigentlich sagen, gut, dass alle noch ein bisschen viel Gesundheit haben. Aber das hat sich dann ja auch ratzfatz erledigt. Wird erledigt. Yeah. Wird erledigt. Wird gemacht. So, dann einmal hier Schmiere stehen. So, und jetzt seht ihr hier unser Polizist, der rennt ihm jetzt hinterher, weil der auf dem Weg war zu uns. Du bist verhaftet. Und was machen wollte. Das hat er gesehen und deswegen hat er ihn sofort verhaftet. Mein Gott, so viele Leichen. Hallo, wird gemacht. So. Ah, okay, braucht ihr nicht mehr. Sehr schön. Gut, dann ihr auch einmal ins Krankenhaus, bitte. So, mit dem Einsatz warten wir jetzt natürlich, weil jetzt gleich dürfte das ja auf jeden Fall die Polizei auf den Plan rufen. Was ist los? Oh, wir hätten beinahe unseren Gangster verloren. Nicht gut. So, machen wir mal ein bisschen Tempo. Moment. Hey, Typ! So, wenn du einmal so nett wärst. Und wieder ins Krankenhaus zur Genesung. So, komm, verschwinde mal hier oben. Ach du Lümmel, ey. Ich hoffe, die sind weit genug von dem weg. Wird gemacht. Was bin ich? Genau bin ich. Wird gemacht. Wird gemacht. Yeah. So, ihr könnt auch schon wieder ins Hauptquartier. Wie viel bräuchten wir denn für einen weiteren Gangster? 4 Stück. Ah, das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. So, sehr schön. Was müssen wir machen? Billardschachzug. Jetzt haben wir sie genau dort. So, jetzt muss ich Mieter umlegen und. So, dann holt ihr mal raus. Ja, schmeißt ein paar Mullis einfach rum. Läuft bei euch. So, dann nehmt ihr erstmal schön den Mieter gefangen. Finde ich super. Warte mal, ich brauche noch einen Handlanger und da ist wieder jemand mein Grundstück am Mopsen. Habe ich nicht. Ich habe hier oben noch gar keine Handlanger. Denn Schläger haben den Mieter vom Chicken Pie Grundstück entführt und halten ihn in ihrer Basis gefangen. Sehr schön. So, da entführen sie ihn. Wunderbar. Claro. Dann brauchen wir noch einen Handlanger. Was kann ich tun? Denn hier oben auf dem Grundstück haben wir auch noch nichts.
So, und ich glaube, wir müssen selber auch noch eine Billardhalle bauen. Das machen wir mal hier. Ja, Boss. Alles klar. So, und jetzt können wir hier einfach mal ein Gebäude abfackeln. Machen wir mal hier die Zubehörfabrik. Och, ey, du Suppenkasper. Hey, Typ! Das ist schön mit dem Maschinengewehr, da hält man einfach jeden so quasi auf der Stelle fest, weil er keine Chance hat wegzukommen. Wird gemacht. Deine Schläger sind gerade dabei, eines der Grundstücke auf dem Chicken Pie Grundstück abzufackeln. Yay! Räum's! Wird gemacht. Sodele, dann hier einmal. So, da führt er doch wohl was im Schilde, der Affe. Yeah. Wird gemacht. Oh shit, ja, der will hier hinten wird einen gemacht. Führen. Wird gemacht. Wird gemacht. Hey, Typ. Sehr schön. In einer kleinen, einst friedlichen Gemeinde im Bundesstaat Nebraska, mittlerweile an der Tagesordnung. Kriminelle Elemente haben sich dort breit gemacht und sorgen für Verwüstung und Chaos. Wir schalten jetzt live dorthin zu unserem Reporter Jim Flynn. Ich befinde mich hier vor dem Rathaus, wo das FBI vor einigen Minuten die gesamte Polizeibelegschaft verhaftet hat, da sie Schmiergelder von einer lokalen Gang kassiert haben soll. Außerdem sollen einige verscharrte Leichen geborgen worden sein. Und das heißt, dass einige Gangmitglieder spurlos verschwunden sind. Bei mir ist jetzt ein Augenzeuge, der den Mord an einem Gangster beobachtet haben will. Sir, wo waren Sie zum Zeitpunkt der Tat und was haben Sie gesehen? Also, ich war im Wald mit Jed. Wollten eine Ratte fangen, die nachts den Fuß seiner Mom angenagt hat. Und ich sag noch, Jed, warum legen wir nicht den Köder aus? Wenn die Ratte wieder zubeißt, haben wir sie. Ja schon, aber was hat das mit dem Mord zu tun? Hä? Was denn für ein Mord? Aber vorhin haben Sie mir doch erzählt, Sie hätten einen Mord beobachtet. Hab mich wohl vertan. Dieser Italo-Typ mit diesem großen Hut meinte, ich soll nichts sagen. Wollte seinen toten Onkel im Wald beerdigen. Obwohl der ganz schön Krach gemacht hat für den Toten. Vor allem, als sie ihn mit dem Spaten wieder in die Grube gestoßen haben. Ich denke, ich überlasse es unseren Zuhörern, sich selbst ein Bild zu machen. Das war's soweit von mir aus Hicktown, Nebraska. Hey, hier, willst du eine Ratte? Verpiss dich. Nicht schlecht für einen Schnösel wie dich, hä? Weitere Meldungen des Tages. In der Nähe einer Bushaltestelle in der 54. Straße wurde heute ein abgetrenntes Bein in einer Einkaufstüte gefunden. Sodele. Das war's, wir sind durch mit der ersten Mission. Okay, Kleiner, du scheinst das Zeug zum Mob-Boss zu haben. Jetzt heißt es aber, eine richtige Stadt unter deine Kontrolle zu bringen. Das machen wir beim nächsten Mal. Ich bedanke mich bis hierhin ganz herzlich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss, Sikowski.